So, hallo und herzlich willkommen. Folge Payday 2 mit mir, Justin. Ja, Cedric, hallo. So, willst du Auftrag wissen, was wir machen müssen? Wir machen Slaughterhouse. Willst du, was wir tun müssen? Naja, irgendein Goldtransport, wir sperren eine Straße. Irgendwie Stimmt, sowas. so ungefähr. Falle den Konvoi. Hol das Gold raus. Lege eine Falle. Gib das Gold in Sicherheit. Okay, und entkommen. Welchen Schwierigkeitsgrad soll es denn sein? Sehr schwer. Okay, ich habe so das Gefühl, alle Klassiker spielen sehr schwer. Nee, ich denke, es ist eigentlich ein perfekter Schwierigkeitsgrad für uns beide. Oh, let's go. Hey, ho, let's go. There's a diversion on the Woodrow set up to get it where we want it. Then we're gonna separate an armored truck from an armed convoy. Once it's isolated, hit it and boost that sweet bling. Oh yeah. Okay, ich glaube, der hat so irgendwas unterm Schreibtisch gemacht, als er oh yeah gesagt hat. Oh yeah. Der ist eindeutig ein Redneck. Eigentlich eine ganz coole Idee, einfach so einen Geldtransport so umzuleiten, dass du ihn überfallen kannst. Warum nicht? Aber die Frage ist, hört jetzt kommen wir noch gucken. Hier, komm und schauen. Da vorne, da fährt er jetzt. Da kommt der Konvoi. Ja. Beste. Premium. Tschüss, Konvoi, ihr seid gefickt, Jungs. So, der war's. Keiner drüber. To the right. Go, go, go! Ja, Cedric und ich machen kein Leben und so. Das existiert hier einfach nicht. Wir lassen doch keine Murky Water Leute am Leben. Okay. Ich will auch noch das Leben versauen. Der eine ist der Mission. Ja, nicht. Den Sprengstoff. Ich hole den Sprengstoff. Wir sind alt. Danke, deswegen atme ich. Auch hier so ein bisschen. Ja, kein Ding. Liebe Rust. Stand clear. Stand clear. Ja. Go, go, go. Go, go, go. Ey, hier kommt doch irgendein Schweinklauder, ey. Weiß nicht. Irgendein Schwein. Wollte den eigentlich übernehmen. Versuch mal ein paar zu übernehmen. Don't upset the people. Oh, wir nehmen die Leute mal gefangen. Ready for the bang! Guck nach einem gewissen Schwein gerade. Irgendein Schwein kann man klauen, aber ich weiß echt nicht. 167 seconds. Komisch, weiß ich nicht, welches Mod. Irgendeins, du musst rumlaufen. Echt, das ist das, was noch die Rippen drin hat oder Wirbelsäule. Oh, weiß ich nicht. Mal gucken hier. Extra Kohle. Ja. Alles für extra Kohle. Wicked Man, come with me. Wicked Man. On your goddamn knees.
Kameraden, ihr Gärtchen. Ich fehlt eine Schlüsselkarte, dann kann ich das Tor hier zumachen. Oh, das heißt. Teiligst du mal bitte unseren Transporter? Wickerman! Oh. Wickerman! Nicht weglaufen, Wickerman! Oh, da war ein Klauker. Ja, ich bin auch ein Klauker. Klauker sind echt schlimm in diesem Spiel. Die machen einem alles nur kaputt. Ach, es ist bestimmt gleich hier bestimmt geholfen. Ja, ja, gut, das bei mir. Ich bin geschossen, weil ich hier gerade so bin. Vielleicht gerade wieder anschalten. Oh, ruf nochmal Wolf zu dir. Ist doch schon bei mir. Ja, ich habe ihn, glaube ich, gerufen. Wer ist der? Ich denke, das war ein Schwein, ist das nur? Hat meine Lebensmission. Die anderen können ballern, nicht so nach diesem. Übernehmen wir lieber ein paar Gegner. Buchwurst, Bruder. Weißt du, ich kann Bulldozer übernehmen? Nein. Schade. Bliert! Ja, wo ist das? Bliert! Ich kann hier keinen übernehmen mit so einem Bot. Kann nicht. Jawohl, jetzt. Aber wozu immer vorher schießen? Ja, jetzt machen wir kein Hackmeck hier. Hab Geld gefunden. Mitnehmen. Ein Paket, aber keine Schlüsselkarte. Egal, Geld ist Geld. Richtig. Geld regiert die. Someone tell me who the fuck we are fighting. We're fighting fucking Payday Crew. Ja, wir sind alle Soldaten oder sowas. Klingt immer so krass gut in unserem Job. SWAT-Leute sind einfach zu. Hier liegt Benzin, habe ich schon mitgenommen. Achso, hier liegt nochmal Benzin. Weiß ich immer, wo du bist. Ja, der zweite Cloaker. Einmal nimmst du so. Im Land. Oh, hier ist genau zu rein. Oh, ich schließ mal hier oben auf. Können da mal schießen. Mach das? Ja, ich hab. Ah, die haben da unten eine Schießerei. Ja, ich. Schließ hier auf. Ich bin alt. Du bist alt? Ja. Da kann schon was Gold tragen, ich hab ja schon. Immer. Oh, auf deiner Seite war offen. Verlieren. Das war jetzt einfach kontraproduktiv. Aber jetzt auch keine Fußball. Oh, Squick. Big Man. Nimm Gold. Squick, jetzt rennt doch nicht weg von mir. Vergesst nicht, ne? Die Rollen zu benutzen. Ja, ich wollte eigentlich jetzt Wick was auf den Rücken schmeißen, aber da rennt rum. Er will einfach nicht. Ja. Also die, wo es nicht wissen, man kann die Rollen wirklich hier benutzen. Ein super Transportmittel. Ja. Ja, aber nur im Payday, bei Payday 1 ging's nicht, so ich weiß. Ja, leider nicht. Und man kann den Bots, dass die auf den Rücken werfen können. Auch tragen, so ungefähr. Tada. No. War endlich. Auf ging früher nicht. Super, Fenno. Ja, finde ich auch. Die Bots können auch mal was machen. Ja. Ja, die gibt mir die Taschen und lassen da rüber rollen. Und da drüben geht's da weiter. Keine Ahnung, wohin. Auf den Container. Immer weiter. Wir brauchen halt einen Grabmann. Okay, alles klar. Ja, egal, was mit. Einer. The fucking Bulldozer. Hat das Boot. EOT.
TOT? Meinst du nicht TOD? Ich wusste jetzt nicht, warum ein B sein sollte. Okay. Hey, jetzt mal nochmal. Kann man jetzt schon abend rennen? Ja, ne? Ja, mach nochmal ein Feu-Feu. Ich mach gleich Feu-Feu. Get up! Hat. Das wird schon Feuer gelegt? Ja. Warum? Doch. Ich denke, Feuer kannst du nicht einfach Feuer legen. Doch, gar nicht, hast du noch 10. Und dann suchst du jetzt das Neue, wo man den nicht die ganze Zeit tragen muss, ja. So, wir haben ja schon 2 Taschen. So viel kann nicht mehr. Doch, wir können sterben und alle verlieren. Wenn wir uns auf One Down spielen, dann würde ich das Swordwagen noch kurz auspacken. Und da wäre noch ein Captain mit Schild vorne dran. Wahrscheinlich, so sehen wir. Und ein Kampfhelikopter. Aber, das habe ich ja vorletzte Folge, meinst du? Halleluja. Ja, vorletzte Folge, ja. Weil alle, die da oben schießen. So, da schon ein paar Tops weniger. Da sind schon wieder welche, gibt's da gar nicht. Ich glaub nicht mal das Gold, was hat jetzt mit dem Kopf. Ist ein Kopf mehr? Ich würde dir jetzt helfen, das zu klauen. Ein Goldwachen einfach so stehen. So keinem auffallen. Keiner soll uns merken, dass da ein Goldwachen in der Tasche fällt. Wird zwar schwer zu erklären, warum du jetzt einen Goldwachen hast, nachdem so ein Raubüberfall gemacht worden ist. Aber wie viel ist so ein Goldwachen wert? 186.000? Oh. Ein schönes Jahr Ausgehalt. Oh, der erste lauter. Er wollte die ganze Tasche, der Gierige. Ja, ja. Let's go. So. Dann hätten wir noch den letzten und dann holen wir den Gang. Du kannst. Oh, es piepst, ich glaube, es piepst gleich in die Luft. Ja, wahrscheinlich. Bei der Bombe ist es genauso, wenn es piepst, macht es kaputt. Warum glaubst du jetzt den? Baut die Falle auf. Ich glaube nicht, dass es den gerade mit. Wo ist die? Da ist die Munitasche. Wenigstens haben sie hier die Munitasche schlau platziert, nicht am Anfang. Ja. So, vom Sniper. Kann nur treffen. Und einer weniger. Ja, ich bin nicht so auf Kerne aufgebaut. Weiß ich auch nicht warum. Aber besser wie nichts. Wo ist denn irgendwo hin? Ist ein Arbeiter. Jetzt nur. Cool. Ja, die müssen eigentlich mal genau erklären, was wir hier genau machen. Warum wir diese Mission spielen. Das muss man erklären. Hab ich das nicht schon? Ja, Doppelfeldmesser. Ja, wir haben mal halt die alternative Storyline. Also wir spielen heute sozusagen die Storyline. Und zwar von so, wie sie zeitlich gesehen richtig ist. Payday 2 war es ja so, dass da Missionen teilweise durcheinander kamen und er dann irgendwann gar nicht mehr wusste, hey, sag mal, warum spielen wir jetzt eigentlich das und wer ist das und macht alles irgendwie keinen Sinn und manche Dinge passieren einfach, sagen, irgendwie komisch zeitlich gesehen. Das ist, da gibt es eine Gruppe von Leuten, ich weiß nicht wie viele, und die haben die Storylines geschrieben, so wie sie sich zeitlich wirklich abgespielt haben oder abspielen sollen. Und ja, das spielen wir gerade in dieser Reihenfolge, deswegen habt ihr letzte Runde auch den Barry Metalls gesehen. Und vorletzte Folge zum Beispiel, wie heißt die denn, Grüne Brücke? Grüne Brücke. Ja. Von daher, ja. Kennst du die Reihe aus? Das ist sozusagen die Reihenfolge. Kennst du auch die Reihenfolge aus, ja? Nee, nicht von allen. Boah, das heißt, World First World Bank, Panic, also danach kommt ja Panic Room.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich auch nicht. Ihr habt die Videos ja gesehen. Ihr könnt uns ja dann, ihr könnt ja nochmal nachschauen. Ihr versteht ja die ganze Story hingeschrieben. Eigentlich ganz spannend. Das geht ja über viele, viele Jahre. Auch mit dem Ausbruch von. Auch mit den. Mit den ganzen. Wie heißt das? Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, irgendwie auf jeden Fall. Eigentlich eine ganz coole Sache so. Mit der Story. Ja. Weil mich hat's immer gestört, dass du bei Payday 2 so immer eine Story hattest, aber die einfach gar keinen Zusammenhang hatte. Es gibt halt von den. Es gibt halt dann zum Beispiel von den Missionen ja auch Filme von denen in Payday. Oh ja, die aber sind nicht, cool. Aber nicht von allen. Aber nicht von. Also die sind ja nicht die ersten, sondern das ist ja mittendrin irgendwo. Ja, ich hab die Filme dann noch geschaut und verkehrt. Die Filme sind echt gut, also kann man echt sich anschauen. Generell könnt ihr auch mal vorbeischauen bei dem Guide. Die Leute haben sich nämlich viel Mühe gegeben, lasst doch mal einen Kommentar da. Oder lest es euch durch zumindest. Die würden sich bestimmt freuen. Das ist auf jeden Fall cool. Ist auch in der Videobeschreibung, damit ich es finde. Ja, natürlich ist es in der Videobeschreibung. Super Sache. Oh, wie eine schlechte Werbung, du Spasti. Meinst du? Mhm. Irgendwie schlechte Werbung, was du gerade getan hast. Ja, ja, irgendwie schon, aber ich bin ich und du bist du und es ist mir. Mia Samia. Ja, genau. Bora Bord, der Perser fräst, der Gewindeschneider, der schneidet die. Genau so nach, machen wir dann. Genau. Ich arbeite zu viel. Und zu viel arbeiten, selbst in Deutschland. Ja, ich sollte mal nach Amerika gehen, mal sehen, wie es da aussieht. Ah, bist du noch mehr? Sind noch 14 Krankheitstage mehr, darf ich nicht haben. Ich will einfach sterben. Einfach jedes Jahr kündigen müssen. Weiß gar nicht, wie man das schaffen soll, weniger als 14 Tage krank zu sein im Jahr. Im Winter. Das ist ja halt kein Beinbrechen, ne? Ja, ja. Oder ich kann schon mal 8 Wochen weg. Oder allein schon im Winter, wie oft bin ich einfach erkältet. Das ist für mich irgendwie unmöglich. Wir müssen eben den töten für den Polizeieinsatz. Wenden. Was steht da, Captain? Ich kann auch gehen. Das ist der Schild, Captain. Ja. Da schmeiß ich da einfach mal so einen. Genau. Rand. Was ist tot. Oh, da ist noch einer. Oh, da sind ja ganz viele. Hat echt wo? Da, vor deinen Augen. Man kann ganz viel. Noch alle tot? Oh, Alter, jetzt kassiere ich. Komm doch wieder hoch. Lass sie nicht sterben. Oh, aber ich dich. Fuck you. Oh, das ist so auch unsere. Ach, ich hab mal unsere Leute angeschossen. Warum nicht? Wir gehen jetzt. Ja. Besten hier der Welt. Hallalala. Besten sind wir? Beste Liebe der Welt. Tralalalala. Okay. Wir haben gerade ganz viel Gold geklaut. Follow the blue containers. Den blauen. Ich sehe gar nichts hier. Folgt lieber den roten, weil ich mag rot. Richtig, rot ist eine schöne Farbe. Ja, also. Dann wenn ich den gelben folgen muss. Das ist in Ordnung. Hey Justin, warte. Alte F gedrückt. Kann ich mich nicht drauf schießen. Muss jetzt eine Taube anzünden. That was fucking easy, yeah. Damn right. Mhm. So, wir kriegen schön viel Kohle. Ach, so viel. Können wir gerne machen, so. Ja. So, im Monat, ja. Das wäre schon mal echt nicht schlecht zu tragen. Meinst du 3 Millionen? Oh, da ist ja noch ein Komma. Ja, das würde ich echt gerne. Monat verdienen. Ohne im Jahr wäre auch schon ziemlich heftig. Also dann, das war's. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ja, und welches ist das? Das musst du wissen. Ich bin halt Folge nicht mal. Seht ihr dann in der. Oh! Ist doch gar nicht zu Ende, Justin öffnet euch noch safe. Ich öffne jetzt noch ein Safe. Ja.
Ob man den einfach so. Ich weiß nicht, welches das nächste Video ist, aber schon bleibt doch einfach dran, da werdet ihr es dann in den nächsten Tagen sehen. Ja, ich muss den Safe öffnen. Das ist einfach noch ein Safe. Ja. Ja. Safe öffnen. Ui, jetzt ein paar schöne Sachen, die. Echt? Was willst du denn haben? Shotguns. Oh, reichen. Gibt eigentlich echt nicht, was ich hier so sehen kann, sondern eigentlich alle ziehen geil. Dann öffne doch mal. Nice. Was denn? Ein gebraucht Spuren Cloaker Gold Shotguns. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum da Gold steht, weil die Waffe ist schwarz-grün, das sieht mega nice aus. Und für euch werde ich dies in der nächsten Folge zu tragen benutzen. Und glaub ich. Okay, gut. Dann bedanken wir uns jetzt nochmal fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. So, tschüss. Ciao.